Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Ja, heute haben wir wieder mal wunderschönes Wetter. Leicht bewölkt, Aussicht auf Regen. Mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben. In den letzten Folgen haben wir ja hier den Schuppen gebaut. Und in der letzten Folge sind wir fertig geworden mit dem Dachdecken. Eigentlich fast generell fertig geworden mit dem Schuppen. Hier und da sind noch ein paar Baumaßnahmen fällig. Und dann haben wir zum Schluss hier noch Borde gesetzt. So sah das ja aus. Dann haben wir hier noch einen Pfeiler eingebaut und heute wollen wir anfangen und hier vorne noch weiter Borde setzen, einmal hier so lang, für eine Terrasse. Angefangen haben wir denn damit, eine Schnur zu spannen, dort wo der Graben ausgeschachtet werden musste für unsere Borde. Ja, hier ein kleines Update-Video. Wir hatten gerade Frühstückspause. So weit sind wir schon gekommen. Das ist echt harte Erde hier. Wie man sieht, der Kollege ist da beschäftigt gerade. Da sieht man schon, das ist ja nicht einfach. Dann ist das voll mit Steinen. Komm. Ja. Gut, ich nehme jetzt auch mal den Bagger und dann geht's weiter. Ja, guckt euch mal an, wie mein Kollege sich da quält. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Guckt mal. Mit einer Hand, gleich das Doppelte. Ich weiß gar nicht, was der da hat. Er spielt ja die ganze Zeit dran rum. Ja, hier werden die alten Leute verhalten. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen Material besorgt. So sieht das Ganze aus. Wir haben 14 Borde und ja, 5 Zementsäcke. Ja, und dann können wir jetzt erstmal weiterarbeiten. Ja, die sollen ja jetzt gleich noch eingebaut werden. Ja, wir haben jetzt natürlich das perfekte Wetter abgekriegt. Wie man sieht, es nieselt so ein bisschen. Also nichts, wo man wirklich nass wird. Aber es ist natürlich schon ganz schön unangenehm, jetzt bei dem Wetter draußen zu arbeiten. Aber nicht unmöglich. Wir haben schon bei dölleren Regen draußen gearbeitet. Gut, wir haben jetzt das soweit vorbereitet. Der Graben ist ausgeschachtet. Und jetzt fangen wir dann bald an und setzen dann die Borde. Die hatten wir ja gerade besorgt. So. Gucken, so sieht das Ganze aus. Ja. Hier kommt noch ein Gulli rein. Da ist gerade der Kollege dabei, den zu bauen. Und jo, sieht auch schon mal ganz cool aus. Muss der Mischer nur noch ausgepackt werden und dann geht's ab. Ja, hier großes Malheur passiert. Ich habe aus Versehen das hier zum Einstürzen gebracht, den ganzen Graben verschüttet. Das buddel ich mal gleich mit unserem Bagger weg. Nicht, dass der Kollege das noch sieht, weil dann gibt es Ärger. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben das hier schön alles verbunden. Und das Rohr geht ja bis nach da hinten. Und ich werde da hinten mal Wasser reinkippen und dann gucken wir mal, ob da auch Wasser ankommt. Sollte jedenfalls, wenn das alles gut gebaut worden ist. Wir haben hier schon ein bisschen. Das ist ja das Gute, wenn es regnet. So, jetzt hier mal ein bisschen mehr Wasser. Das andere war ja eine kleine Pfütze nur. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. Da fließt es. Oh, guckt euch das mal an. Ein richtiger Schwall. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Mal denke mal. Also hat derjenige, der das Rohr hier verlegt hat, gute Arbeit geleistet. Das Wasser kommt an. Ja, hier haben wir jetzt das Regenwasserrohr unterbrochen, damit wir hier nämlich noch einen Einlauf einsetzen können, weil nämlich hier ja die Terrasse hinkommt und falls zwischen den Planken, was ja höchstwahrscheinlich passieren wird, Regenwasser durchkommt und dieses hier sehr schwer ablaufen kann oder versickern kann, weil der Boden so verdichtet ist, kommt hier nämlich nochmal ein Gulli hin, dass das ablaufen kann. So, und wir verdichten jetzt hier einmal die Erde, den Kies. Das mache ich natürlich, weil ich habe einen riesengroßen Vorteil. Ich habe genug Gewicht auf den Rippen. Deswegen funktioniert das ganz gut, deswegen mache ich das jetzt. Ganz wichtig ist es hier auch nochmal sauberen Kies zu nehmen, damit man nämlich das Rohr nicht durch kleine Steine oder sowas beschädigt. Ja, jetzt kommt hier unser wichtigstes Werkzeug zum Einsatz, der Handstampfer. Er setzt jede Rüttelplatte und damit stampfen wir das jetzt nochmal ein bisschen an.
jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Beton reingemacht und jetzt werden hier dann die Borde lang gesetzt. Ja, wie man sieht, fängt das gerade wieder an zu regnen. Aber das Gute ist, wir sind soweit fertig. Wir haben die Rasenkantenborde hier soweit gesetzt. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sieht gut aus. Und damit sind dann die Vorbereitungen erstmal für die Terrasse hier soweit abgeschlossen. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes denn hier bauen. Schönes. Ja, wir sind jetzt hier am Tag 2 angekommen. Wie man sieht, wir haben wieder optimales Wetter, es regnet nur ganz leicht. Und ja, wir waren nämlich jetzt gerade noch auf einer anderen Baustelle, deswegen ist das ein bisschen später jetzt schon am Tage. Wir haben nämlich gerade noch ein Fenster eingebaut zusammen. Und heute, oder viel besser gesagt, jetzt wollen wir hier noch das Fallrohr anbringen. Ja, dass der Regen dann nicht mehr in die Tuppe kleckern muss, sondern das gute Rohr. Das wollen wir jetzt schnell machen. Mal gucken. Das ist ja top, ne? Das ist ja schnell. Ja. Richtig top. Das ist nicht ganz so schlimm. Und das Ding kommt gut. Ja, weißt du, durchheftig. Aber machen wir nicht. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier zwei Fallrohre angebracht. Eins haben wir dort und eins haben wir hier. Das haben wir im strömenden Regen gemacht. Da hat es mal kurz aufgehört, aber jetzt fängt es wieder an. Aber das Gute ist, wir haben jetzt wieder Feierabend. Und ja, ich würde sagen, wir hauen so schnell wie nur möglich ab, weil wir müssen ja nicht unnütz einregnen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt Tag 3. Und heute wollen wir am Dach noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Wir müssen nämlich noch die Ortgangsbleche montieren und das wollen wir heute machen. Und wir haben nämlich hier an der Stelle haben wir ja oben noch einen Keil. Der muss auch noch ja, zugemacht werden. Also haben wir noch ein großes Loch drin. Und dafür haben wir ja extra eine ja, Blechplatte zu anfertigen lassen und die soll da eben halt montiert werden. Ja, so wie wir sehen, wir haben jetzt das beste Wetter abgepasst. Ne? Mütze aufgesetzt, dann regnet das nicht so auf den Hut, auf die Haare, ne? Aber ja, wir sind jetzt dabei, das Dach zu machen und das macht sich bei dem Wetter natürlich umso besser. So, jetzt haben wir hier unser maßgeschneidertes Blech und das schiebt der Kollege jetzt gleich mal hier rein. Dann kann das hier nicht mehr durchregnen. Nicht schlecht aus so. Da könnte man sagen, ja, dass wir beide hier im Regen ein Dach decken. Hey, hat ja eben gerade richtig stark geregnet, da waren wir ein bisschen unterdacht und haben dort noch weiter gearbeitet. Und jetzt können wir wieder weitermachen, weil es nicht mehr so dolle regnet. Ne? Das sieht gut aus. Mhm. Sieht echt verrückt aus. Ja. Und hier haben wir das nämlich noch ein bisschen hochgekantet. Kann das Wasser nicht rüberfließen. Hast du das gesehen? Ja, dann. Opa braucht ein Blech. Das sieht gut aus. Der Kollege sagt, das sieht gut aus. Ja, wir sind jetzt hier gerade dabei, die Ortgangsbleche zu fixieren. Und weil die Platten nicht viel Druck auskönnen, haben wir das hier mit so schönen Styroporplatten gemacht. Und da krabbelt jetzt mein Kollege drauf rum. Ich habe mich nicht getraut, deswegen musste er das wieder machen. Aber guckt euch das mal an, das sieht ja echt gefährlich aus. Und jetzt ist das alles noch nass und so. Ja, das optimale Wetter, um ein Dach einzudecken. Ich meine, aber wir haben ja noch Glück, es ist kein Schneeregen oder sonstiges, es ist ja nur Regen. Warm ist es auch mit 3 Grad.
Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben zwei Ortgangsbleche montiert. Hier haben wir eins und das andere habe ich euch eben gerade gezeigt. Und wir packen jetzt ein. Wir sind eben gerade noch vom Mittag wiedergekommen. Und es hat nicht aufgehört zu regnen. Und das macht echt keinen Sinn, jetzt bei dem Regen dort weiter sich zu quälen. Deswegen räumen wir jetzt erstmal so weit ein. Gucken noch, was wir unterm Dach so zaubern können. Wir müssen hier noch was ausmessen auf der Baustelle. Und da regnet man wenigstens nicht so doll nass. Ne? Aufgeräumt haben wir auch schon. Und für uns ist jetzt Feierabend. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr dann das nächste Video auch euch wieder anguckt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.